Grüezi, das hat jetzt angefangen. Hey, watch cool TV. Hallo! Und herzlich willkommen bei Cool TV. Und es stimmt auch heute, ihr schaut den richtigen Sender zur richtigen Zeit. Genau! Schön, dass ihr eingeschaltet habt und Cool TV schaut. Mein Name ist Vincenzo Lanciano. Mein Name ist Steiger, Rolf Steiger. Und heute mit der Lizenz für eine eiskalte Moderation. Wir wünschen euch gut Schliff! Es war also neu mit der Prognose von Enzo aus der letzten Sendung. Mögt ihr euch noch erinnern? Von wegen Sternenkonstellation und Seegefröhren in all 10 Jahren. Sorry, sorry. Ja, ich habe mich verrechnet. Aber das Weltklima verändert sich auch. Mich freut es, dass es so ist, wie es ist. Für alle Ortsunkundigen, wir sind hier auf dem Pfäffikersee und es ist ein riesiger Rummel. Es hat an keinem Markt oder Kilby so viel Foodstände wie jetzt hier der Seegefröni. Und ich habe die Möglichkeit auch wahrgenommen und habe vitalisierende Gemüsesuppe verkauft. Gemüsesuppe! 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 Wir haben es gefeatured und als Dank wollten sie unsere Sendung übernehmen. Doch so nett wie wir sind, geben wir den Wuschel Brothers eine zweite Chance. Und ganz ohne den Vorstand zu fragen. Wir entscheiden so Sachen selber. Quasi ist fast ein Cool TV-Klassiker. Originale Radiopanne, gespielt von den Clunis. Wir sind auch ein investigatives Politmagazin. Also ganz schlimm finde ich natürlich, wie es umgeht mit diesen Vögeln. Die tut man einfach in die Säcke lebendig und dann tut man sie einfach lebendig begraben. Also Menschen. Pfui, pfui, pfui. Und der Vorstand, habe ich gehört, bringt sogar die WC-Enten zum Impfen. BSE zum Beispiel hat man ganz vergessen. Also hat man jetzt Vogelgrippe geholt. Was wird echt das Nächste sein? Was? Sehr schlecht Keuchhusten bei Fisch. Wir als Spezialisten von Verschwörungstheorien haben natürlich besonders Freude gehabt von dem Mail, das wir jetzt als nächstes Thema hier bei Cool TV behandeln. Wir nennen so etwas Outtakes und im Radio nennt man es eine Panne. Ich hoffe, die Clunis haben sich wieder reingekriegt. Da für euch Teil 2. Vom Drehbuch her kommt jetzt was von den Commitments. Aber gestrichen. Geiz ist nicht geil. Skala Wetziger verstehe aber okay zu total uncool. Also, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Haben wir das anders vorgestellt? Wir können ja nicht nur immer Witz über den Busch und den Blocher machen. Nein, es gibt auch Lokaldeppen. Hey Enzo, frag mir mal etwas. Ja, was soll ich fragen? Irgendwas? Gibst mir ein Wein? Oh, ich muss zuerst den Vorstand fragen. Oh. Wenn wir schon am Lästern sind, ich hätte noch jenste Leute, die ich sagen könnte, wie sie waren, wie wir eingefahren sind. Es liegt ja nicht am Geld, es ist nur das Geste.
Zum Glück habe ich all die Namen vergessen. Weil sonst... An der Eröffnung des Virus Music Temple in Isliken, dort sind wir eingeladen worden und natürlich mit offenen Armen, Champagner und Häppli verwöhnt worden. So haben wir es von Cool TV gern. Ja. Isliken, wir kommen! Wir kommen jetzt zu unserer neuen Lieblingsrubrik. Da, ich hab's. Ich hab's auf dem GPS. Sie müssen genau da oben sein. Genau. Dort sehe ich Space City. Unsere Stadt im Orbit. Eintrag im Logbuch. Space City auf. Was sind schon wieder? Wie viele Sterne? Ich bin der Captain! Sternzeit 4.72301453321. Ja, kompliziert, gell? Okay, eintragt. Ei, ei, Captain. Doch, Rosetz! Eisfläche wurde soeben gesperrt. Wenn das TPC mit einem Riesenbus unterwegs ist, ist Cool TV mit einem sparsamen kleinen Schlitten voll dabei. Oh, Maurice! Maurice, ich habe ein Problem! Ein totaler Quotenerfolg da bei Cool TV, ja! Neu da bei Cool TV! Die Politiker aus dem Bundeshaus! Lustiges, selber gemachtes von Cool TV! Es mag ja etwas schräg sein, aber es ist nicht aus dem Internet. Oh nein! Vorbei, vorbei! Verloren irgendwo. Nichts. Einsamkeit. Verlassen in der Natur. Allein unter Tausende. Normalerweise binde ich meine Yacht dort an dieser Boje. Ui! Da hat es ein Loch! Liebe Gäste von Cool TV, geniessen die Olympiade, den Winter, die Fasnacht und was auch immer, mit wem auch immer. Und wohin das Cool TV am 14. am Valentinstag mit dem Kurt Mechler unterwegs ist, schaut die nächste Sendung, dann erfahrt ihr mehr. Ach, so schön kann das Leben sein, wenn man nicht allzu stier ist. Aber man kann auch den Vorstand fragen. Derweil ich da noch einen feinen Kaffee Zwetschgeschnaps trinke, sehen ihr den Trailer und nachher gibt es sicher noch ein paar Outtakes. Wo sind Outtakes? Cut, ausgestorben. Also. Da ist die Wüste. Sie ist eure Wüste. Ja, Outtake. Wir können nicht nur immer lästern über...
Fuck. Das zum Beispiel ist ein Outtake. Wir nennen so etwas Outtakes. Und im Radio. Fuck, ich schaff's nicht. Wir sind jetzt hier zurück am See und es stinkt nach Hundescheiße. Nach Käse. Das Eis ist grusig. Also. Oh, es stinkt wahnsinnig also da draußen. Der Käse? Nein, es ist nicht der Käse. Es muss irgendein toter Vogel sein. Ist das echt irgendwie so eine tote Ente? Wow, ist das angenehm. Erlebt. Ein Laptop. Oh. Leck, das stinkt. Tja, wer sind die gewesen für heute? Schalten wieder ein, wenn es heisst Cool TV. Hier auf eurem Kuschelsender. Jo! Schaut auf www.cooltv.ch rein. Schreibt dein Gästebuch. Bleibt so, wie ihr seid. Ciao zusammen. Bye bye. Ciao. Let's fetch.